So, wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Minecraft. Jetzt hätte ich fast Skyrim gesagt. Gut, ich wollte beim letzten Mal irgendwie den Hafen in Anbau bringen, quasi. Also schon mal anfangen, ein bisschen da rumzubasteln. Hab dann aber festgestellt, dass ich zu wenig Koppel habe. Nein, nicht legen hier. Weil hier ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin. Ist überall nichts mehr drin. Deswegen muss ich jetzt nämlich nochmal nach Hause fahren. Um mal zu gucken, ob ich nicht da irgendwie noch Zeug habe halt. Ich gucke auch nochmal, ob da irgendwelche Setzlinge sind. Und vielleicht nehme ich mir mal eine Axt. Gab's eine Axt? Eine Spitzhacke und räume ein bisschen auf. Aber bevor ich den Hafen anfange, mache ich hier mal die Bahnstrecke fertig. Mit anderen Worten, sie so sicher bauen, dass man da einfach nur noch durchfahren muss. Jetzt mal erstmal das Musikstück wechseln hier. Ich weiß leider nicht, ob man diese Zwischenstrecken, Zwischenbahnschienen, die einen Taster drauf haben, der dann den Beschleuniger da, den Booster aktiviert, auch bergauf setzen kann. Wenn nicht, muss ich Hebel benutzen. So, das schaue ich dann mal. Oh, das wird kein Problem sein. Da wird keiner irgendwie einen Abbruch erleiden oder sowas. Das geht schon. Aber ich bin schon irgendwie wieder zu leise hier, ne? Wenn ich jetzt so rede, ist es schon recht leise. Also ich weiß nicht, mach mich mal ein bisschen lauter. So, keine Ahnung, ob das jetzt gut was gebracht hat. Ich lasse es jetzt einfach erstmal so. In letzter Zeit hat sich das hier alles irgendwie verstellt. Ich weiß auch nicht. Ich habe nur einmal mitgekriegt, dass die Musik zu laut ist und ich von der Stimme her recht leise war. Und ja. Ich weiß nicht, das war einfach einmal so und seitdem ist das irgendwie ein bisschen blöd hier. Schon mal ein bisschen ausmachen. Das Gute ist, ich kann die Strecke dann einfach gerade zumachen. Sprich, einfach gerade rüber. Muss jetzt hier nicht noch nach unten ausweichen, aber ich sehe gerade, hier gibt es sehr viele Glühsteine. Falls ich mal von den 150, die ich noch habe, eine Variation brauche oder mehr, zum Beispiel diese Lampen, dann weiß ich, wo ich welche kriegen kann. Bezweifle aber mal, dass ich hier noch sehr viel Kobbel übrig habe. Irgendwie ist die Musik gerade voll von Arsch. Weiß ich. Naja. Ich habe jetzt natürlich keinen Kobbel mehr hier. Das war alles. Effizienz 5, Haltbarkeit und Glück. Effizienz 3, Behutsamkeit und Haltbarkeit. Ja, ich brauche eine Spitzhacke mit Effizienz. Ich habe doch drüben noch so viel. Da muss ich nochmal gucken. Jetzt weiß ich, was ich mir da noch hinbasteln kann. Ich brauche da noch so eine Dingensecke hier. Also muss ich nochmal zurück. Ich habe nicht im Kopf, was ich da alles habe.
Na gut, naja, ich kann ja dann schon mal den Anfang setzen. So, das geht, ja. Dann mache ich so Dreier rein. In der Mitte kommt die Strecke. Rechts und links kommt eine Mauer hin, damit hier abgedichtet wird. Ja, das dauert noch. Und dann kommen noch ein paar Verzierungen rein. Bitte, das könnte dauern hier. Na, jetzt müsste ich theoretisch nach unten. Dann mache ich das anders. Ach nee. Sieht man schon, dass das eine ganze Menge Kohle fressen wird. Aber nicht nur das, der Hafen, der wird dann auch ordentlich. Also da muss ich einen halben Berg umgraben. So, jetzt noch ein Stück nach rechts. Ja, und dann kann ich hier wieder runter und dann ist okay. Wird zwar jetzt noch ein bisschen gelaufen da jetzt nächstes Mal rüber, aber das ist schon okay. Hierfür brauche ich dann noch ziemlich viel Eisen. Muss ich mal überlegen, wie viel Gold das noch kostet, aber ich denke, ich habe genug. Ich habe da drüben was und in meinem Kabuff da hinten habe ich auch schon ein bisschen Gold gefunden. Das sollte eigentlich alles okay sein. Bin mal gespannt, in welchem Patch die Sounds hier mal gefixt werden. Ach, ist einfach echt lahm die Musik heute. Und leise. Ich weiß auch nicht. Manchmal spinnt das hier echt. Na gut, wem es nicht gefällt, der guckt es halt nicht. War das schon immer so nervig, hier hochzuspringen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es wohl schon verdrängt.
Federfall, Rückstoß, Plünderung und Taunts. Also nichts mit Effizienz. Dann muss ich Zeug machen. Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. Habe ich nicht. Na, was soll's. Drückt mir die Daumen, dass da irgendwie einfach nur Effizienz rauskommt. Habe ich da eigentlich die Steinaxt? Naja, gut. Wenn es schnell gehen soll, dann nimmt man halt auch Stein. Wobei das beim Holzhacken eigentlich fast egal ist. Das ist alles besser als Holz. Sprich, Stein und Eisen sind relativ gleich. Und alles besser als es mit der bloßen Hand zu machen. Ich sehe gerade, die Bahnschienen haben irgendwie die gleiche Textur wie hier die Wand. Sieht seltsam aus. Ach nee, Quatsch, das ist ja dazwischen. Ach, ich bin halt nicht. Ach, ich will gar nicht wissen, wo das Viech hängt. Ich bin hier in Sicherheit, hier sieht es mich nicht. Punkt. Dazu. Tölt. Siehst du, ich müsste hier noch Licht anbringen, sonst kommen hier diese komischen Rotzviecher und spawnen dann hier drauf. Ist ja nicht gerade praktisch. Ja, schon wieder zu tief. Ja, ich liebe meinen Bogeneinschuss, die Viecher sind weg. Stärke 3 drauf, ne? Ja. Richtig interessant wäre hier übrigens noch das Feature, irgendwie ein Schild benutzen zu können. Also richtig schön zum Abwehren. Oh! Fett. Glück. Naja, ich habe zum Glück schon eine mit Glück. Haltbarkeit, Effizienz und Glück. Haltbarkeit, Effizienz und Glück. Ist bloß Glück 2 drauf. Ach, das ist ja die Schaufel. Glück 3, Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Effizienz 4. Glück 2. Ah, da ist mehr Glück drauf. Jetzt ist die Mucke aber schon wieder ziemlich laut. Also, für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es laut Ausschlag auch laut ist. Naja, es geht. Wenn ich nicht, wenn ich jetzt relativ leise rede, dann dürfte es doch schon wieder sehr laut sein. So.
So, schon ist ein Level wieder voll. Es geht mit Glück ja auch ruckzuck. Schon wieder fast 16. Achso, ich habe keine Fackeln, ne? Eine, ne? Ja, das wird jetzt ziemlich langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit nur rumbastel. Obwohl, eigentlich könnte ich ja auch wieder rübergehen und das da machen. Weil da kann ich dann vielleicht noch irgendwelche wertvollen Dinge finden in den 120 Millionen Gedönsen halt. Höhlen, die da unten sind. Ja, siehst du, der wächst irgendwie hier überhaupt nicht richtig. Also gefällt mir nicht, dass hier immer noch was grün ist. Aber das kann natürlich sein, dass wenn ich da so weit weg bin, hier hinten die Zeit stillsteht. Das sieht man ja auch im Meter. Wenn da keiner drin ist, wird das nicht berechnet. Da liegt ja immer noch Short von mir rum. Ne, jetzt ist er weg, aber vorhin, als ich nochmal wieder gekommen bin, lag er noch da. Sagenhaft, diese drei Dinger, 39 Kohle drin. Das ist schon heftig. Schleim? Naja, ist ja kein Schleim, ist ja irgendwie ein Magmaschrott. Bleiben, das muss ja eh. Oh! Schade, dass ich da jetzt nicht hinkomme, weil ich da nicht mehr runterkomme. Ich knall trotzdem ab. Na egal. Glück. Ist gut für Diamanten, das weiß ich. Eigentlich gut für alles, was Erze droppen kann. Nee, nicht Erze, hier so ganze Stücke. Nicht ganze Stücke, kleine Stücke. Für Eisen und so lohnt sich das hier gar nicht. Ja, was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich lasse es einfach mal stehen. Vielleicht brauche ich irgendwann mal noch ein bisschen Obsidian. Wenn ja, dann habe ich das da. Ich kann es natürlich jetzt auch abbauen und mitnehmen, aber keine Lust gerade. Oh, da geht's tief runter. Habe ich ihn nicht mal gegraben? Mir ist irgendwie so. Ich glaube, ich bin hier oben irgendwie rausgekommen und bin dann hier rumgekommen, also um die Ecke rum, damit ich hier weitermachen kann. Oder ich weiß es nicht mehr. Es steht auf jeden Fall in meinen ganzen Folgen überall drin. Das Problem ist, dass ich jetzt schon über 24 Stunden aufgenommen habe. Ich lösche die Dinger jetzt nicht ausgerechnet von meiner Festplatte, aber ich packe sie in eine RAR-Datei. Wenn du so mal eben 800 Megabyte da reintust, dauert schon mal eine ganze Weile, die wieder zu entpacken. Ist immer schwierig, da nachzugucken dann. Soll ich mal, ich gehe mal ein bisschen ernten hier. Das funktioniert wunderbar hier mit dem Ding in der Mitte.
Die sollten nämlich so eine Reihe bilden hier, weil sie zu zweit viel schneller einen Kürbis bilden, als wenn sie hier so alleine sind. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, was ich hier gemacht habe. Theoretisch müsste ich dann... nee, es geht gar nicht. Egal. Ah, ich muss mal niesen. Okay. Naja, das Ding funktioniert ja noch. Dann brauche ich da nicht plündern, noch nicht drauf tun. Also nehme ich mir jetzt meine Hacke und gehe fröhlich los. Nein, ich gehe nicht los. Essen noch mitnehmen hier. Jetzt gehe ich los. Das ist schon wieder ein Feuer. Ah, hier hinten muss ich noch Licht anbringen. So, mal gucken, was hier hinten so schönes für einen Eingang zu finden ist. Ich weiß gar nicht so wirklich, aber oh, das sieht gut aus hier. Da ist zumindest schon mal Kohle und jetzt muss ich erstmal kurz laden lassen. Sehr schön. Ja, ich grab mich mal hier runter. So. Aber diesmal kann ich so die Dreier machen hier. Stimmt, ich habe die Schaufel nicht dabei. Naja, macht nicht. Was mit der Hand? Muss ich ja die Spitzhacke nicht dafür opfern. Das wäre dumm. Und Stufe 17. Aber eins muss ich noch tun. Dann nehme ich mal den Dreck rein. So. Dann kann ich hier in Ruhe wieder ordentlich runtergehen. Also mit einer Glücksspitzhacke, auch wenn da keine Effizienz oder sowas drauf ist, schafft man es sehr leicht, wenn man solche Dinge wie Kohle, Lapis Lazuli oder Redstone abbaut, sein Level zu erhöhen, um später dann neue zu bauen. Und ich höre schon, ich bin richtig hier. So, mal hier eine Stichprobe machen. Vielleicht muss ich sogar nach oben. Sieht nicht so aus. Oder nach unten, das kann auch sein. Ah, hier ist Eisen. Und Kohle. Sehr viel Kohle. Noch mehr Kohle. Level 30 ruckzuck wieder drin, ey. Kann ich mir eine neue verzaubern gehen.
So, hier vorne mal eine Stichprobe runtergraben. Sieht nicht so aus. Eisen. Ja, ich höre die Fledermaus, sie ist aber irgendwie manchmal ein bisschen leiser, manchmal lauter, weil sie mal hin und her flattert. Egal, ich bleibe einfach da auf meinem Pfad und gehe weiter nach unten. Da findet man schon noch irgendwas. Fällt schon wieder auf, dass der Track hier total für den Arsch ist. Sache hier. Gucken, wie tief ich inzwischen bin. Oh, es geht noch. Wenn man den Eingang nicht mehr sehen kann, ist man wirklich tief. Nerv. Und Gravier. Yay, Kohle. So, da ist dann auch wieder die normale... Nee, ist nicht. Aber jetzt dürfte ich es überstanden haben, ja. So. Perfekt. So, Stufe 19, fast wieder voll. Die noch weg und weiter. Wie viel Kobbel habe ich? Oh, das sieht gut aus. Ja, Gold. Geil. Das ist komplett ohne Strip Mining. Und was ist das? Oh, Smaragd. Das ist mein erstes Smaragd-Vorkommen, das ich hier sehe. Sehr cool. Ich glaube, die Smaragd-Dinger, die droppen auch so mit Glück. Jo. Das waren jetzt 4? 3. Na, mal hin. Muss gerade Tachyon. Mensch, was ist denn los hier mit den Tracks? Ich muss die mal speichern, die Tracklist irgendwie. Ich hab nur keine Ahnung wie. Oh, noch mehr Smaragde. Es wundert mich, dass ich damals keine gefunden habe, weil eigentlich war die Version schon weit genug, dass das Smaragde hätten droppen können. Quatsch, nicht droppen, spawnen hier. Na, ihr wisst schon. Als Vorkommen. Aber haben sie irgendwie halt nicht. Was war denn das jetzt eigentlich hier? Achso. Stimmt, ja. Kann ich inzwischen mal was weglassen? Nein.
Na, das Gravel kann ich ja. Ne, das nehme ich mit. Das brauche ich für die Wege. Aber eins will ich mal wissen. Wie tief bin ich jetzt? 14. Okay. Dann dürfte da bald der Bett rauskommen. Gut, der Track ist ja auch irgendwie beschissen. Schon besser. Hier hätte ich auch den Trick mit der Fackel machen können. Was soll's. Yay! Noch mehr Level. So. Abgebaut. Und weiter nach unten. Und da ist Bedrock. Gut. Dann werde ich noch hier vorne einfach dazu machen, damit ich weiß, dass es da nicht weitergeht. Und dann hier lang. Es ist immer noch einer derselbe Track, ne? Also nicht, dass er schon hat. Der ist irgendwie nur total beschissen. Oh, nette Sache. Cool. Okay. Platz machen. Dann mache ich hier mal weiter. Nein, doch nicht. Schade, war doch nicht so cool, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, da sind jetzt irgendwelche Vorkommen an den Wänden oder so. Ich könnte mich da mal ein bisschen hinbauen, aber nichts ist. Jetzt keine Lust mich da... Ah, perfekt. Mit Erde rumzuschlagen. Und wieder Kohle. Dann muss ich schon wieder hochgraben. Ich müsste langsam voll sein, ja. So, das kommt weg. Noch ein Stück so. Hoch. Weiter. Ich hoffe mal, dass ich noch zum Bauen komme, weil das wird dann eine ziemlich lange Folge, wieder wahrscheinlich 2 Stunden oder so. Eine Stunde hier rumgucken und eine Stunde bauen oder so. Das kann schon passieren. Aber wenn ich mir jetzt meinen Koppelvorrat anschaue, dann könnte ich eigentlich langsam mal aufhören hier unten. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich gehe wieder hoch. Das müsste reichen. So, das kann dann also quasi weg. Der hier runter. Der wieder hoch, der runter. Und damit sollte ich dann die Strecke und einen Teil des Hafens hinbekommen. Ja, das nenne ich tief. Halt. So. Damit man hier schnell runterkommt. Da fehlt noch so ein Stück.
Es ist alles gut. Das ist eine gute Idee hier, noch das Essen da reinzupacken. So. Oh, ein Stück Kohle vergessen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe noch immer noch kein Wüstendorf gesucht. Dann muss ich mal überlegen, wenn ich vielleicht eine Pause mache vom Bauen am Hafen, mache ich das, indem ich da hinten mal durch die Wüste renne. Da werde ich mir aber noch einen Kompass besorgen und irgendwie versuchen, den Wegpunkt auf mein Haus hier einzurichten. Weil sonst renne ich da zurück nach ganz Hause. Und das ist ein paar tausend Blöcke weit weg. Das wäre zu weit. Ja, hier bin ich schon 2600 und minus 1900. Das andere, da bin ich schon bei 1200 oder so. Das ist echt ewig weit weg. Oh, perfekt. Kann das Hühnerfleisch wieder reinnehmen. Ach nee, halt. Hier ist noch Eisen. So. Die Kohle rein. Inzwischen ist es schon eine beträchtliche Menge. Die Smaragde kommen da auch noch mit drin. Ah, ja, gut. Ein paar kann man also brauchen. So, ab in die Meta. Yay. Klatsch. Warum auch immer ich hier jedes Mal eine gebacken kriege. Da lang muss ich. So. Na sicher, jetzt haben wir mal die Waffe gezogen lassen, sonst kommt dann her so ein Gasviech. Nee, das können wir auch schon. Hier geht's runter. So, und hier haben wir dann das erste Hindernis. Da muss ich mal schauen, aber ich denke, das wird relativ einfach, wenn ich hier hochkomme. Muss ich hier zumachen. Wow. Dann kommt da die Kurve hin. Und da geht's schon wieder hoch. Ja, jetzt hier immer weniger dann. Mindestens eine Dreierhöhe muss es natürlich sein für die hier für die Rücken zum Beispiel. Für den Rest auch. So, das heißt. So. Na, hier manchmal noch. So. Das ist okay. Rüber, dann müsste es okay sein, dann kommt das Dach drauf. So, hier vorne muss ich nochmal schauen, da muss ich das so machen, genau.
Sehr gut. Bisschen Licht ins Dunkel noch, aber dann ist okay. Auf zum nächsten Stücke. Ja, das fliegt auch raus. Das kann ich auch nicht mehr ab. Hier brauche ich nichts machen, das geht einfach so. Das ist auch kein Problem, da muss ich höchstens noch die Decke ein Stück erhöhen wegen der Treppe. Das geht aber fix. Und da vorne ist dann die Brücke. Seite. 1, 2 und dann hier kommt das Dach auf. Das muss höher. Jetzt knallst du da oben gegen. Das ist nicht schick. Hier vorne geht's so. Machen wir das so. Kommst du hier so durch? Das geht. So. Hier runter und da weiter. Noch ein bisschen Licht und weiter. Das ganze Gebilde sieht dann zwar von außen beschissen aus, aber naja, schauen wir mal. Wenn es eine Struff wird. Soll erstmal nur funktionieren. So, hier eins hoch, da und da kommt dann die Decke hin. Dann geht es jetzt hier eins runter, die Decke kommt dann dahin. Eins runter, Decke dahin. So, Decke dahin und so. Hier ist es sogar noch ein Stück zu viel. So, Lämpchen und auf zu der Seite her. Ich glaube, das Schwierigste, oder das Nervigste wird dann tatsächlich die Bahnschiene. Weil das Setzen ist da ein bisschen schwieriger. Na, rennst du mal? Hallo? Obwohl ich ja eigentlich nirgends mehr runterfallen kann. Das ist ja dann natürlich recht einfach gesehen. Nee, recht einfach so gesehen. Ach, keine Ahnung. So, hier ist fest. Mal jetzt mal hier. Warte, geht es das so?
Watt. Okay. Ich hier gerade ein bisschen stiller bin, dann liegt es daran, dass ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Hier will ich nämlich nicht runterfallen und ich will auch nicht von irgendwelchen Viechern erschossen werden. Aber ich hab's ja gleich. Der Rest danach ist dann easy. Ich überlege noch, ob ich den ganzen Weg hier mit Kobbel auskleiden soll, weil das dauert dann noch ein ganzes Stück länger. So, passt. Noch eine Fackel. Dann hätte ich das erste Mal. Weiter geht's. Fehlt ja nämlich noch was. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viele Schienen ich damals verbaut hätte, dann könnte ich jetzt auch ungefähr so sagen, wie viel ich jetzt brauche. Nehmen wir erstmal die 108, nee, wie viel sind das jetzt? 128 doch. Falls ihr euch jetzt fragt, ich werde erst die Strecke so komplett durchlegen, dann nehme ich mir die Booster und die Schalter und tue sie dann jeweils, wie es gerade passt, wie es nötig ist dazu. Das sieht doch schon sehr schick aus. Habe ich jetzt echt 64? Nee, habe ich nicht. Dazu. Jetzt hätte ich mir eine Lore mitnehmen sollen, hätte ich einfach runterfahren können. Mit dem Schwung. Ach nee, da geht es ja wieder hoch. Na, dann hätte es natürlich nicht funktioniert. Selbstschussanlagen wäre auch nicht schlecht hier. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen zu modern, ja. Wobei natürlich man diese Fallen ja mit den Spendern machen kann, hab ich mir sagen lassen. Das wäre natürlich auch ganz witzig, wenn da so Zombies vor der Tür sind und du legst im Haus einen Schalter um und die werden abgeknallt. Weil dann ist es, glaube ich, einfacher, sie einfach mit Wasser in irgendein Loch zu spülen. Dann hat man dann einen anderen Schalter, wenn die alle drinnen sind und das Wasser wieder aus ist.
der, wenn man ihn umlegt, Lava reinleitet, und dann sind sie alle weg. Ach, ich brauche ja noch Glühscheiß, ne? Ja. War der da drüber oder da drunter? Na, ja, okay. So, das müsste reichen. Ja, jetzt muss ich aber noch mal gucken, wie war denn das? Mal schnell rübergehen. Na, Firefox, öffne dich. Nee, Trommelwirbel kann ich nicht. Ach komm, bitte. Ja, toll. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Jetzt öffnet das natürlich wieder zweimal, weil es jetzt gerade, als ich gedrückt habe, geöffnet hat. Ach, es ist wieder schön, hier zu warten. Als würde man das nicht schon im Leben hier noch machen. Ja, genau. Du kannst es verlöschen. Danke. Jetzt legen wir noch eine Runde, weil es so Spaß macht. Darf ich jetzt mal so einen beschissenen Link anklicken? Danke. Wo ist es hin? Minecraft-Wiki. So. Ah ja, eine Druckplatte, so war das genau. Gold? Mit Eisen, ne? Jo. Und nochmal 64 wegkloppen. Holz, Druckplatte, 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 Holz. Hä? Redstone. Hier. So, schon. Dahin, dahin, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Redstone, Druckplatten, das Ganze nochmal. Ah ne, wir haben schon 60. Dahin, dahin. Und los. So, wird rausgeschmissen, ist ja keine Musik, ist einfach nur irgendwie dummes Rumgeblögel da mit den Trommeln. Das passt nicht zum Let's Play. Lauf! Okay. Rennen! Ah. Im Grunde genommen könnte ich hier direkt anfangen, schon mal zu legen. Du kommst mal weg. So, dann machen wir das mal so. Da kommt ein Beschleuniger hin. Da quatscht ein Knopf. Ein Knopf. Hier.
Ja, so ein Ding. So ein Ding und so ein Ding. Die Hacke kann weg, dafür kommen die Fackeln rein, weil hier muss noch Licht sein. So, hier wieder so ein Teil hin. Und jetzt geht's bergab, da ist nicht so schlimm. Aber hier wenn beim Hochkommen, da muss sowas hin. So, jetzt muss ich schauen. Denk mal. Ja. Das ist dann quasi wie die normalen Schienen, die gehen halt nur um die Kurve nicht. So. Dann kommen hier noch zwei hin. Na, einer reicht, denke ich. Das passt. Oh, was ist denn das? So, bitte. Hier vorne. Vielleicht noch mal ein bisschen Schub holen, bevor es da hoch geht. Und dann hier. Das müsste genügen, um hochzukommen. Gibt es hier wieder ein Stück? Und hier geht es normal weiter. Ah ja. Mache ich das jetzt? So mache ich das. Gut, passt. Ah. Wo kommt der denn her? Ach so, ich habe ja für jede Strecke so ein Stück. Ah, das soll jetzt ja kein drin bleiben. Beschleunigen. Hier unnormal. Ach nee, das geht ja da gar nicht, sonst wirst du hier abgebremst. Dann anders. So. Er hat ja gerade einen Schub gekriegt. Das müsste eigentlich reichen, so ein Stück hier. Schon besser. Hier geht es normal weiter, das kennen wir ja schon, das funktioniert alles wunderbar. Da hinten muss ich noch mal schauen, da dürfte jetzt die Brücke kommen. Und es ist sogar ganz praktisch, dass hier vorne zwei sind, weil da geht es nicht hoch. Thank you.
Ich habe die Brücke noch überhaupt nicht belegt, ne? Jetzt schon wieder sind die Schienen fast alle. Mann, Mann, Mann. Ah, mach ich erstmal hier. Hier werde ich viel von dem Zeug brauchen. So, hier kriegst du einen Boost. Dann kriegst du hier noch einen. Dann hier wieder. Hier sollte okay sein. Noch eben. Shit. So. Kurvenfahrt. Boost. Dahin. Dann wird man hier wieder hoch befördert und dann kommt hier mal ein Zweier. Ja, mir geht so ziemlich alles gerade aus. Knopfdinger hier noch aus. Ach, shit. Sagt nüscht. Ich hoffe mal, ich habe ja noch genug Schwung, damit ich überhaupt bis zu diesem Booster komme. Kann ich noch bauen, das ist erstmal Sense, ja, passt ja. Ach, es ist lang. Ach, das war's schon. Cool, ich dachte, ich hätte... Das noch gar nicht gehabt hier denn mit der Brücke. Na gut, dann testen wir sie mal aus. Aber das wollte ich ja noch kürzer machen hier. Ja, ich habe eine andere Idee. Problem gelöst.
Dann fahre ich gleich mal einmal hin und einmal zurück, um mal zu schauen, ob alles funktioniert. Scheiße, ist das laut. Was ist doch der hier drin? Naja. ETF. Befehl zur Bahn. So, warum bin ich jetzt hier rausgeflogen? Ah. Stufkopf. Da muss ich wohl irgendwas ganz anders machen. Naja, ich habe jetzt zum Glück noch hier so einen Kram dabei. Müssen da viele Schweine sein. Ah, das kann doch nicht offen bleiben. Ah, jetzt kann ich gleich nochmal die Chance nutzen und da hinten mal schauen, was diese dumme Sau hier auf meiner Strecke wollte. Und wie sie da überhaupt hinkommt. Weiß gar nicht mehr genau, wo die war. Aber hier oben, ne? Okay, es kann natürlich auch ein Clipping-Fehler gewesen sein, so wie bei meinen Kühen, deswegen den Scheiß drauf. So, schauen wir mal. Nein! Gut, hier geht einem der Schub aus. Also... Feuer. Hoffentlich reicht's und bleibt nicht mittendrin aus. Er geht nicht mittendrin aus. Puh. So, versuchen wir es mal nochmal. Mit Schwung. Ich könnte natürlich auch den Doppelten da bei dem Aufding wegmachen. Dann wird es hier nur ein Einzelner, dann kommt man da vielleicht schneller hoch. Ach so, nee doch, das ist ein Knopf. Ja, dann mache ich ihn hier ein Stück weiter runter. Danke. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob das bis hier oben reicht. Thank you.
bleibst du stehen. So, dann geht's jetzt auf jeden Fall. Passt. Ja, genau. Hier muss ich noch was tun. So. Rückwärtstest. Eigentlich eher vorwärts. Nochmal so. Fertig. Dann wird es hier wahrscheinlich auch wieder Probleme geben. Jawohl. Oh.
Das dürfte hinkommen jetzt. Na, ich hoffe, man kommt bis hier oben dann. Mal schauen. Nee. Das geht gar nicht hier mit den Dingern. Schade eigentlich. Aber naja, kannst nicht machen. Hoch, hoch, hoch. Nee. Und schon wieder hängen geblieben. Ich weiß, dass ich auch normale Schienen vielleicht hinbauen könnte. Aber naja, jetzt habe ich die. Hier muss eine normale hin. Langsam muss ich ein bisschen sparsamer sein. So, dann kommt hier noch ein Hebel ran. Na ja, voll, das dürfte eigentlich hinkommen. Hahaha. Guter Witz. Habe ich noch einen? Natürlich nicht. Fraktion der Hebel. Kommt das nach oben? Ne, das kommt nach unten. Schon wieder verkehrt. So. Dahin an. Und höpp. Höpp. Beschleunigen. 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 Doppelten Schalter. Nee. Machen wir hier einen doppelten Schalter. Der weg, der hin. Das dürfte okay sein. Und hier wieder weg. Na? Und hier nochmal. Und nochmal. So, hier geht's wieder richtig. Ich hole mir jetzt mal normale Kurbel aus der anderen Welt da und nicht ständig aus meinen Brücken.
sind sowieso komplett anders geworden, als ich eigentlich haben wollte. Aber das reicht jetzt erstmal. Es funktioniert und ist okay. So, dann mal rein. Hatte ich überhaupt noch welche? Nö. Na gut, kann ich gleich ein paar Gitter mitnehmen. 32. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Wenn ich 2 Fenster mache, kann ich 16 machen. Das klingt schon mal ein bisschen okay. Da geht's raus. So, Hebel oben, Steine unten, 15. Das jetzt nicht reicht, dann gehe ich den Papst töten, weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich ja vor, noch heute ein bisschen an meinem Bauernhaus zu bauen, mal den Hafen da anzugucken, aber scheinbar ist dieses Projekt doch wesentlich komplizierter als gedacht. In Anführungszeichen. Na, na, geht. Also zum Beschleunigen aus dem Langsamen sind halt immer nur diese einzelnen hier richtig praktisch. Wenn man dann den Schalter, wenn man drauf steht, mehr oder weniger die ganze Zeit runterdrückt und dann der Booster aktiviert wird. Ansonsten bei den Zweiern hast du Pech, da bleibst du zwischendurch stehen. So, was soll das jetzt? Ach so, ja. Das war jetzt natürlich kein Vorführeffekt, wie ich gerade eben dachte. Ah, hier fehlt auch noch ein, der Schalter. So. Ach ja. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, bevor ich irgendwas mache. Das funktioniert wohl eindeutig. Ja, und stecken geblieben, genau wie es gesagt hat. Grütze! Verflucht. Sorry. Ah, das war jetzt nicht geplant, aber das... eigene Dummheit. Wir sind ja schon hier. Oh. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Geht. Ja, verreckt er mir auf dem halben Weg. Okay, ist knapp, aber es funktioniert. Gut. Nächstes Projekt. Mal schauen. Mit dem Kram. So, das nächste Projekt werde ich dann aber auch erstmal in der nächsten Folge angehen und mich grob gesagt jetzt erst einmal hier verabschieden. Das war wieder eine sehr lange Folge, auch wenn jetzt nicht allzu viel passiert ist, aber ich habe die Bahnstrecke endlich fertiggestellt und ich schaue dann mal, dass ich jetzt genug Kobbel finde, um den Hafen anzufahren. Also gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.